Also theoretisch eigentlich für Putzen hätte ich ganz gerne einen Roboter, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe irgendwie noch nichts mit Robotern erforscht. Könnte ich eigentlich mal machen. Und mir dann einen Putzroboter kaufen oder bauen. Mittlerweile habe ich ja genug Plastahl und Bauteile, dass ich das eigentlich ganz gut machen kann. Ich glaube, das wäre eigentlich gar nicht so dumm, das zu tun. Dann brauchen wir nämlich keinen Menschen dafür zu verschwenden, dass der da putzen geht. Ach so, ja, kann hier eigentlich mal irgendwer. Wer kann denn Handwerk? Du kannst Handwerk, oder? So mal eben schnell. Und ein Meteorit. Mit Titanium. Ja. Ach ja, Titanium ist immer gut. Bringt gut Geld. Paranoia. Was ist denn los mit. Ach so, ja, dein Freund ist gestorben, ne? Okay. Nee. Aber immerhin, ihr seid bald da. Das heißt, dann sind wir zumindest wieder vollzählig. Und dann müssen wir mal gucken. Ich brauche einen Waffenhändler und einen Piratenhändler und alles, was irgendwie. Alles zwischendrin. Wobei mir was einfällt. Warte, lebt. Red ist gerade am Schlafen. Nächsten Morgen könnte ich ja vielleicht mal bei irgendwem anfragen. Irgendwie, keine Ahnung, bei irgendwelchen guten Freunden von mir. Und ich könnte eigentlich mal auch ein paar Leuten Geld schicken, fällt mir gerade auf. Einfach damit die uns mögen. Weil ich habe doch so viel Geld, dann kann ich doch eigentlich eine Handelskarawane anfragen, oder? Das habe ich irgendwie komplett verdrängt, dass ich das tun könnte. Warte, wer mag uns denn? Die mögen uns ganz doll. So. Ich kann die um militärische Hilfe bitten. Das ist cool. Ein Waffenhändler. Okay. Verbindung trennen kann ich noch. Wen habe ich denn noch? Die Orion-Installation. Okay, von dem kann ich irgendwie nicht. Na gut. Was haben wir denn sonst noch? Die Violetten irgendwas? Ein Sklavenhändler. Das klingt auch gut. Okay, dann diesen grünen Bachleuten könnte ich doch eigentlich mal Geld schicken, oder nicht? Okay. Verbindung trennen. Wen haben wir denn noch? Knappschaft irgendwas. Den kann ich doch auch mal Geld schicken, ne? Kommen da nämlich vielleicht mehr Händler von denen. So gut. Soll ich den anderen auch noch Geld schicken? Ja, vielleicht allen den Kommunalen, den Libertären und den Rosanen. Oder was auch immer. Rosanen. Leuten. Okay, dann die. Okay. So, damit die alle gerade eben so im grünen Bereich sind. Dann bin ich glücklich. So.
glaube, das ist möglicherweise eine sinnvolle Investition gewesen. Aber guck doch mal, wie schön das ist. Sehr schön. Gut. Die sind unterwegs. Okay. Red. Ah, ja, okay, es gibt keine Händler gerade. Oh. Oha. Okay, ich werde jetzt einen Riesenhaufen komischer Viecher. Okay. Okay. Warte. Ihr dürft alle nur dahin. So. Wie sieht das aus mit Heu? Das wird wahrscheinlich alles relativ schnell dann weggefressen werden. Wie viel habe ich da von 200? Das dauert wahrscheinlich eh Ewigkeiten, bis das irgendwie. Neu ist. Okay, ich habe jetzt einen riesigen Haufen an Karnickeln. Irgendwie sind die echt verdammt süß. Und ich werde dann wahrscheinlich innerhalb von 2 Tagen 300 haben. Oder so. Oh, die haben mir Joints hinterlassen. Und Bauteile, cool. Okay. Ja, was mache ich jetzt mit diesen Hasen? Oder da fangen sie schon an. Ah, die werden sich vermehren wie sonst nichts. Und meine Leute sind angekommen. Das ist gut. Gehen jetzt alle ihr Inventar entladen. Cool. Ja, ist okay. Ist okay. Warum seid ihr eigentlich alle noch so angepisst von allem? Ach so, ja, ihr habt ja alle Schmerzen und eure Freunde sind gestorben. Ja, okay, das kann ich sogar irgendwie nachvollziehen. Was tust du da? Da gehörst du nicht hin. Die vermehren sich auch alle. Wunderschön. Okay. Okay, ich sehe gerade 3 Naniten-Dinger. Wo sind die restlichen Naniten? Hat die irgendwer sich unter den Nagel gerissen? Warte, wer war denn mit dabei? Ach so, du bist gerade. Okay. Ja, okay. Aber da fällt mir ein. Ah, die habe ich sogar schon runtergesetzt. Trade changed. Wir haben einen neuen Psychopathen. Warum schlaft ihr da? Was ist falsch mit euch? Machen wir da Fieb. Okay, und machen wir da Jenny. Und hier. Wer hat noch kein Bett? Merit, glaube ich, oder? Was auch immer. Machen wir das mal so. Okay. Was sonst? Ah, wie sieht es denn gerade mit Stoff aus? Wir haben sogar relativ viel Stoff. Böden, ein bisschen Teppich. So. Irgendwer ist untätig, weil du nichts kannst, ne? Problematisch. Warte, gibt's. Was ist das? Okay. Nun gut.
Und ihr Hasen, ihr. Einfach 10 Stück. Ach ja, na gut. Wie viele davon sind eigentlich weiblich? Viel zu viele. Okay. Na gut. Das wird sehr, sehr viele kleine Babyhasen geben. Ist die Frage, welche ich behalten will. Also ein paar werde ich wahrscheinlich verkaufen. Eigentlich finde ich die mit diesen Streifen ganz cool. Das ist irgendwie auch ganz süß. Das Muster. Das ist auch okay. Das, ja, das ist auch in Ordnung. Die ganz weißen, die sind langweilig. Ich habe gar keine Hasen gekauft. Die sind mir zugelaufen. Jetzt habe ich plötzlich ganz viele Hasen und werde eine Hasenzucht aufmachen, zwangsmäßig. Und die fressen mir einfach das Heu weg, wie sonst nichts. Ich hoffe, das Heu wächst schnell genug nach. Ich fürchte, diese Viecher, die werden mich in den Ruin treiben. Ach so, ja, da fällt mir ein. Jetzt, wo ich hier alle Leute wieder beisammen habe. Obwohl, ich könnte erstmal gucken, was steht denn da? Eine Dosis Naniten. Mhm. Über das Auge verabreicht. Okay, aber wie viel? Um eine Stufe? Oder ist das kontinuierlich? Oder ist das... Wie funktioniert das? Na gut, ich habe Bergbaugedönse. Wer von uns kann Bergbauen? Warte, ich glaube, das ist hier einfacher. Mining und Medizin und was war das andere? Ah, das wollte ich nicht. Farming war das doch, oder? Growing. Okay, also Mining, Randolph und... Kann ich ja nicht... Okay, Red kann das nicht machen. Ich könnte Joyce Mining-Kram geben. Oder der hier. Ich könnte der aber auch Medizin geben. Da ist die gar nicht mal so schlecht drin. 5 ist immerhin... Naja. Immerhin etwas. Oder Merit. Merit könnte... Was kann die noch? Oder wo ist sie gut drin? In Bauen ist sie gut. Ach so, okay, das ist unsere Bauarbeiterin. Ich kann ja erstmal ihr hier... Obwohl, ich will das Medizinding nicht verschwenden. Ist alles so schwer. Oder ich gebe Joyce erstmal ein Landschaftsding. Das ist Joyce. Das ist Joyce. Naniten Landwirtschaft. Dann gucken wir mal. Von Level auf 1 auf 5 aufgestiegen. Okay, das ist echt krass. Dann nimmst du den anderen auch noch. Bergbau, Landwirtschaft. Okay, das wird dann weniger, umso mehr. Okay, das macht ja auch Sinn. Dann vielleicht du nimmst den Medizintrainer. Wo ist der Medizintrainer überhaupt? Das da. Okay, warte, wen habe ich eben gesagt? Ich glaube, du. Genau, dann gucken wir mal, wie viel dir das bringt. Sehr cool. Okay, jemand, der das mag, offensichtlich, kriegt auch um einiges mehr dafür. Dann Mining. Randolph meint ja auch jede Menge. Von daher könnte er das vielleicht mal schneller machen. Okay.
Gut, und dann machen wir ihr noch einfach, damit sie irgendwas hat, worin sie gut ist. Also besser. Besser als nicht gut. Okay, was hat sich jetzt gerade verändert? Du machst Pflege. Genau, du machst ganz viel Pflege. Dann hatten wir Bergbau. Und zwar, du darfst dann auch ein bisschen mehr Bergbau machen. Und dann haben wir Joyce, die noch ein bisschen Feldarbeit machen kann. Okay, gut. Ja, ich schätze auch mal, dass das einfach XP ist oder so. Ich dachte eigentlich immer, dass Leute, die irgendwie interessiert an was sind, dass die dann schneller EP bekommen oder so, oder XP. Aber wahrscheinlich brauchen die dann einfach nur weniger, um aufzusteigen oder sowas. Wie dem auch sei, ist ja eigentlich wurscht. So. Red hat die Wahl gewonnen. Okay. Und bekam 6 Stimmen. Ach ja, stimmt. Red ist eine Frau. Richtig. Immer diese Leute, bei denen ich mir nicht sicher bin. Okay. Na, schon irgendwelche Hasen schwanger? Sieht sogar gar nicht so aus. Krass. Das dauert aber erstaunlich lange. Ich habe die schon seit einem Tag oder so. Immer noch keine Babyhasen. Okay. Warum macht eigentlich niemand hier unten? Ich weiß es nicht. Aber da sind die Leute, die ich angefragt habe. Sehr gut. Und die anderen Leute, die ich angefragt habe. Cool. Das heißt, dann kann ich jetzt ganz viel handeln. Und hoffentlich haben die jetzt auch Sachen dabei, die gut sind. So, du gehst mal da Sklaven handeln. Also ich brauche irgendwen, der kochen kann, irgendwer, der Handwerk kann. Irgendwer, der schießen kann. Sklaven hin. Ich dachte, ihr bringt mir Sklaven mit. Och nee. Och, das ist doch jetzt echt unnötig. Okay, ich kann... Nee, ich will aber meine Tiere nicht verkaufen. Och Mann, ich dachte... Ich dachte, die bringen mir Sklaven, damit ich Sklaven kaufen kann. Das haben die offensichtlich falsch verstanden. Okay. Ich kann Medizin kaufen. Und diese Dinge werde ich eh nie brauchen, oder? Ach, und ihr habt auch keine guten Waffen. Okay, das war unnötig. Das war komplett unnötig. Ja. Warum? Okay. Okay. Ich akzeptiere es. Und hallo, Baba. Oh, warte. Feuer? Wo Feuer? Warum Feuer? Ach, nö. Ich mag solche Leute nicht, die einfach meine Sachen abfackeln. Assis. Könnt ihr es wagen? Ja, ich hätte halt ganz gerne schon irgendwie so ein paar Sklaven. Ich habe mir extra Leute, also extra Händler für Sklaven bestellt. Aber nein. Ach, die hatten natürlich keine Sklaven. Und jetzt... Ja. Die Waffenhändler hatten keine ordentlichen Waffen.
Leute brennen? Nein. Das Einzige, was du siehst, die Drogen brennen. Um Gottes Willen. Und ich habe ganz viele Hasen. Na gut. Ja, Piraten haben immer Sklaven, aber die hatten irgendwie keinen Sklavenhändler, keinen Piratenhändler, die ich da hätte anwerben können. Ach, ich warte einfach auf einen orbitalen Händler. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Irgendwie diese analogen Händler, die sind irgendwie nicht so cool. Grummel, Grummel, Grummel. Warte, was ist das? Das sieht irgendwie so aus, als wäre da... Okay, nee. Das sah erst sehr schmutzig aus. Ein Pleasure Cruiser. Nicht das, was ich brauche, aber hey. Ich werde es trotzdem nicht vergraulen wollen oder so. Kann ich mir immerhin ein paar üppige Mahlzeiten kaufen. Und meinen ganzen Drogen loswerden. Weil nein, wir wollen keine Drogen. Drogen sind böse. Oh, ich glaube, das reicht mir. Ich meine, ich könnte den auch ein bisschen... Ich meine, wenn ich schon dabei bin. Ja, okay. Was war das? Ach so, für Krankheiten. Ja, hier oben wird man eh nicht krank. Ja, irgendwie so Versklaven hat schon was. Wobei, auf Dauer ist irgendwie Versklaven unpraktisch, finde ich. Also zumindest, wenn man die nicht in die... in die Kolonie mit einbezieht, sondern dann verkauft. Weil dann mögen die das alle wieder nicht, weil wir wollen keine Sklaven nehmen. Ich verkaufe die bestimmt an Kinder. Ja, ganz sicher. Kinder sind doch die einzigen, die die Drogen wirklich brauchen. Und ich stelle gar nicht nur Drogen her. Das ist doch gar nicht wahr. Guck da, da werden Anziehsachen hergestellt. Und bionischer Kram. Das sind nicht nur Drogen. Also bitte. Oh, da ist ein winzig kleiner Panda. Winzig kleiner Panda. Ist das süß. Und er hat gerade meine ultracoole... Naja, gut. Das war jetzt irgendwie nicht so... Warum? Das wäre nicht nötig gewesen. Okay, das ist cool. Na gut. Anziehsachen aus Pilzen. Ja, das hatten wir tatsächlich eben. Irgendwo. Irgendwas wurde aus Pilzen gebaut. Damit die Kinder schön riechen, wenn sie brennen. Ja, das ist natürlich der einzige Grund, weil wir die dann abfackeln. Weil das so viel besser ist, als den Drogen zu verkaufen. Du liest komische... Okay, jetzt interessiert es mich, was für Bücher du liest. Das klingt nach einem sehr interessanten Thema, wo man Kindern Drogen verkauft und sie dann abfackelt, damit es gut riecht. Das ist quasi so eine... Wie heißen die Dinger? Räucherstäbchen in Kindform. Das ist eigentlich voll gut. Wenn man keinen Bock mehr auf seine hat. Warhammer, okay. Das krasse Warhammer oder das... vielen Dank für den Cheer. Und hallihallo und herzlich willkommen. Das Warhammer Fantasy oder das wie viel auch immer K? Okay, 40k. Ja gut. Ich bin ein Warhammer Fantasy Mensch eigentlich. Okay, Forschung. Ich habe gesagt, ich will jetzt erstmal Robotik machen, ne? Bevor ich hier random Dinge erforsche, von denen ich sowieso nicht weiß, was das tut. Aber das ist auch ganz cool. Aber ich werde jetzt erstmal gucken, hat sich irgendwas freigeschaltet, was ich noch nicht kenne? Irgendwas Cooles, Neues. was ist das? Mhm.
Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich weiß immer noch nicht, wie man diese komischen Coils da herstellt. Ich wusste das irgendwann mal. Aber ich hab's wieder vergessen. Es ist so schlimm, wenn man immer so vergesslich ist. Oh, was ist das? Ich habe immer noch keine Ahnung, wie man dieses Alpha-Poly und Beta-Poly bekommt. Aber okay, ich brauche das jetzt zum ersten Mal für irgendwelche Dinge. Okay. Ich glaube, ich bin noch nie so weit gekommen in irgendeiner Mod, dass ich dieses komische Alpha- und Beta-Poly hätte verwenden sollen für irgendwas. Weihrauchkinder. Genau, dann werden die so in der Kirche geschwenkt oder so an den Haaren genommen und dann... Das finde ich gut. Das gefällt mir. Eine 14-bändige Buchreihe über einen Slayer aus Warhammer. Okay, das klingt gar nicht schlecht. Vielleicht sollte ich sowas auch mal lesen. Also meine Hauptverbindung mit Warhammer ist eigentlich so Pen and Paper und so. Von daher, also so wirklich Bücher lesen tue ich da gar nicht. Aber ich mag das Universum, das ist eigentlich voll cool. Von daher ist vielleicht Bücher lesen in dem Universum auch nicht schlecht. Warum hast du eigentlich hier so Dinge verbessert? Ach, weil das Mechaniten sind. Ach so. Ich dachte, das wären Dings, diese Parasiten. Weil die machen alles schlechter. Aber die Naniten oder die Mechaniten, die sind eigentlich voll cool. Ja, aber das ist doch normal. Bücher bringen einen immer in ein anderes Universum. Bücher sind eine gute Sache. Weil mir auffällt, dass ich schon echt lange nicht mehr gelesen habe. Ich habe noch so viele ungelesene Bücher, die ich mal fertig kriegen muss. Bevor neue rauskommen, das wäre ja... Ach, da fängt's an. Das Grauen beginnt. Rabbit Nummer 1 ist schwanger. In 9 Tagen insgesamt, okay. Die brauchen 9 Tage, um ihre Viecher auszutragen. Na gut. Oh, hat die alle Schicksalspunkte abgeluchst? Das ist ja mies. Vor allem wirklich dann auch die Schicksalspunkte. Das ist bitter. Ich hatte irgendwie teilweise mal so richtig gute Spielleiter, die mir dann irgendwie für random Dinge Schicksalspunkte gegeben haben. Sodass ich dann einen Charakter mit 5 Schicksalspunkten am Ende hatte. Dass ich einfach die ganze Zeit Glückspunkte ausgeben konnte und nie irgendwas Schlimmes passiert ist. Das war richtig cool. Ich habe, glaube ich, mit 3 gestartet oder so. Von zwei verschiedenen Spielleitern für sehr merkwürdige Dinge welche bekommen. Bei dem einen, weil ich... Also ich habe irgendwie so eine Moor-Fanatikerin gespielt. Und also mein absoluter Lieblings-Warhammer-Charakter, die ist einfach... Mittlerweile habe ich mit meiner alten Gruppe nochmal neu angefangen mit demselben Charakter, also alle Erfahrungspunkte und alles zurückgesetzt, weil der Charakter einfach so cool ist. Auf jeden Fall habe ich mit der sehr intensiv gebetet und ich habe so unglaublich gut gebetet, dass ich von meinem Gott einen Schicksalspunkt bekommen habe. Das fand ich schon echt verdammt cool. Ach, Warhammer ist schön. Pen and Paper allgemein ist schön. Wir haben letztens, als da Menschen bei mir waren, haben wir ganz viel Pen and Paper gespielt. Und zwar so Tier-Pen and Paper. Das war eigentlich auch ganz cool. Irgendwie vor allem extrem niedlich irgendwie. Wir waren ein Faultier, ein Otter und ein kleiner Baby-Elefant. Ich war der Baby-Elefant. Aber ich war auch Spielleiterin, von daher. Also wir waren nur zu dritt, Es ist irgendwie schwer, manchmal Menschen zusammenzukriegen für sowas. Und darum habe ich gespielleitert und mitgespielt. Aber das war mit einem Elefanten eigentlich ganz cool. Da konnte ich sehr gut als so passiver Charakter mitlaufen und dann, wenn die mich brauchten, irgendwas tun oder so.
Oh je. Ja, genau, Mor ist der Gott des Todes. Also sie ist hauptsächlich so eine Todesfanatikerin und sie ist einfach ultra cool. Sie ist halt komplett wahnsinnig. Ich glaube, sie hat irgendwie 6 Geisteskrankheiten mittlerweile oder so und genug Wahnsinnspunkte, dass sie fast wieder eine bekommt, glaube ich. Also. Oh ja, einfach random Leute ausrauben ist auch gut. Und ja, also sie ist der Meinung, dass sie eine absolute Prophetin des Todes ist und ja. Mit ihrem Morgenstern läuft sie dann durch die Gegend und metzelt alles nieder, was hier unter die Fittiche kommt, so ungefähr. Und dann muss natürlich alles schön todeszeremoniell begraben werden und so. Also nur so zum groben Charakterkonzept oder so. Das Pen and Paper mit den Tieren, da haben wir ein, wie hieß das? Wir haben so ein Universal-Ding benutzt, was man halt für alles möglich verwenden kann. Und wir haben das dann halt mit Tieren gespielt und abgeguckt haben wir uns das von vom 9-11 Pen and Paper von Rocket Beans, falls sie das was sagt. Da haben wir auch dieselben Charakterbögen genommen wie von denen. Weil wir das eigentlich ganz cool fanden, die Idee. Und ich glaube irgendwie Savage Lands oder Worlds oder sowas hieß das. Also das quasi das Grundsystem. Aber eigentlich war es mehr improvisiert als irgendwas anderes. Wir haben uns dann einfach irgendwie Sachen überlegt, was vielleicht Sinn macht für uns. Also das war alles nicht so in festen Bahnen oder sowas. Was wollte ich denn jetzt hier? Ich glaube, ich werde direkt entweder Basic oder Intermediate machen. Ich weiß nicht, was das besser macht, aber ich glaube, das ist schon ganz gut. Ja, Menschen. Es gibt ja so ein paar coole Menschen. So Pen and Paper Menschen sind coole Menschen. Mit denen treffe ich mich sogar echt gerne. Nur so merkwürdige, normale Menschen sind merkwürdig. Und jetzt, ich werde so überflutet werden von, oh Gott, wie die einfach alle schwanger sind. Warte, die ist noch nicht schwanger? Okay, es gibt nur noch einen einzigen weiblichen Hasen, der nicht schwanger ist. Gut. Oh krass. Ja, ich habe irgendwie auch einen Riesenhaufen an Menschen in meinem Freundeskreis, die irgendwie selber Pen and Paper System bauen gerade. Mehr oder weniger erfolgreich. Beziehungsweise teilweise sind die schon, ich weiß nicht, 3 Jahre da dran oder was. Also was dauert ja auch Ewigkeiten. Wobei ich eigentlich meistens das System gar nicht mal so wichtig finde, sondern mehr so die Welt. Stimmt, wir haben letztens auch, als wir da gependent papert haben, haben wir auch nochmal Shadowrun angefangen. Wir hatten irgendwie vor, keine Ahnung, 5 Jahren oder so das letzte Mal eine Shadowrun-Runde gehabt und irgendwie hatte ich mal wieder Bock da drauf. Und dann haben wir, irgendwie werden die ganze Zeit Tiere zahm. Na gut. Haben wir jetzt mal wieder angefangen, Shadowrun zu spielen. Weil das ist eigentlich auch eine echt coole Sache. Und ganz witzig fand ich auch, dass irgendwie kurz danach dann die E3 kam und Cyberpunk endlich mal wieder was dazu kam. Und das einfach so genauso aussieht, wie ich mir Shadowrun vorstelle. Das ist richtig cool. Okay, ja, okay. Savage Worlds heißt das. Gut. Ein eigenes Volk. Ja, sowas irgendwie so die Lore und sowas, das finde ich immer am spannendsten bei Regelwerken oder grundsätzlich den Welten. Oder dann Religion oder sowas, das finde ich auch immer ganz spannend. Sich verschiedene Religionen auszudenken und was die Leute dann für merkwürdige Dinge da machen. Ja, Nahrungsversorgung, ja. Ich meine, ich habe hier auch immer noch diese ganzen Muffalos rumliegen, also eigentlich brauche ich nicht mehr schlachten. Auf der anderen Seite. Und ich meine, ja, ach, du meintest wahrscheinlich die Kanickel. Die mittlerweile alle schwanger sind. Ja. Also notfalls kann ich die auch essen. Aber da ist ja nichts dran. Die verbrauchen mehr Heu, als dass sie Kinder ausspucken, glaube ich. Wie lange braucht das noch? Ich habe einfach grundsätzlich Essen.
Nein, aber ich glaube, die Hasen, die schlachte ich nicht für Essen. Das wäre ja fies. Oh, die können eine Unterkühlung bekommen. Oh, es ist 42 Grad. Minus 42 Grad. Ja, das ist wenig, tatsächlich. Vielleicht mache ich ein kleines Tierhaus. Wäre das sinnvoll? Oder hoffe ich, dass die Unterkühlung weggeht? Warte, was könnt ihr denn so? Die machen sogar erstaunlich viel Nahkampfschaden. Rund 20 Fleisch haben die. Das wollte ich gar nicht wissen. Wo ist denn? Ach so, minimale Wohlfühltemperatur, 30 Grad. Es ist gerade Herbst, das heißt, es wird noch kühler werden. Okay, vielleicht. Mache ich irgendwie so einen kleinen Schuppen oder sowas? Aus was? Eigentlich möchte ich ja dann auch aus Marmor das bauen, oder? Aber Holz habe ich gerade sogar mehr. Hier so einen kleinen Schuppen rein. Oder mache ich das hier so? So ganz, ganz hässlich. Oder mache ich irgendwie nur so? Oder mache ich da irgendwie so eine Tür rein? Oh, ist das unschön. Aber egal. So vielleicht. Oder mache ich da irgendwie so ein sowas rein? Und dann können die da drin schlafen. Oh ja, so Karten bauen oder sowas, das ist auch echt cool. Das habe ich auch früher gerne gemacht. Irgendwie mir so Kontinente oder sowas ausgedacht und dann irgendwie Karten dazu gemalt, so mit Flüssen und Gebirgen und so einem Scheiß. Das macht irgendwie verdammt viel Spaß. Aus welchen Gründen auch immer. Eigentlich muss da gar kein Dach hin. Warte. Ich möchte, glaube ich, gar nicht, dass hier Dach ist. So, mag das mal irgendwer abreißen? Fragezeichen. Leopard. Nee, das möchte ich nicht so gerne. Kannst du mal da hingehen? Nein, Mann. Hör auf, mein kleines. So, bitte. So. Warte, nee, das tötest du noch. Nein, mein armes kleines. Zweites Trimester, aber die zwei Kratzer, die sollten wahrscheinlich dem Kind nichts Böses tun. Welche Farm soll ich verbinden? Ach, du meinst hier, da. Ja, das war auch irgendwann mal der Plan. Ich habe es dann nur, glaube ich, wieder vergessen. Und momentan ist das, glaube ich, keine so gute Idee, weil ich keinen. Obwohl, das ist eigentlich egal, oder? Gerade ist das eigentlich kein Problem. Sonst war eigentlich der Gedanke, dass ich die zumindest nicht direkt verbinde, für den Fall, dass irgendwo mal wegen Strom oder so, dass nicht beides kalt ist, so. Dass ich dann auch nur eins warm machen kann oder sowas.
Und jetzt gerade habe ich nicht genug Material, um eine Tür zu bauen. Warte. Mache ich das mal doch so. Vielleicht bauen die es das dann erst, wenn die genug Material haben. Das wäre vielleicht ganz praktisch. Okay. Will ich einfach nicht diesen Fernseher benutzen. Muss ich vielleicht doch irgendwie so ein paar Tische da hinstellen. Vielleicht stelle ich zumindest... Ach, oder machen wir das so. Ist ja eigentlich egal. Oder erstmal nur zwei. Ja, ich mache erstmal nur zwei. Das sieht eigentlich ganz okay aus, glaube ich. Ja, beschrei es nicht. Dann passiert irgendwann wieder irgendwas ganz, ganz Winziges und dann ist alles kaputt. Ich kenne das. Okay, da ist überall ein Dach. Das ist gut. Und dann machen wir noch eben schnell Arbeitsgebiet, Tiergebiet. So. Gut. Ja, schön. Okay, und da ist jetzt auch... Na gut. Ja, eigentlich, also ich habe die bis jetzt, glaube ich, auch immer nur vom Fernseher gesehen, wenn die gegessen haben. Ich dachte, die können sich da auch so hinsetzen. Ich weiß nicht, ob die das einfach nicht machen oder ob die wirklich nur beim Essen sich da hinsetzen können. Ich könnte ihnen natürlich auch hier Fernseher hinklatschen. So richtig cool, so hier in die Mitte, damit die da schön unterhalten werden, wenn sie krank sind. Okay, sehr gut. Ja, meine Karawane ist wieder zu Hause und ich habe die Nanitendinger da erfolgreich konsumiert. Jetzt können zumindest ein paar Leute ein paar Dinge ein bisschen besser. Nicht sehr viel, aber immerhin. Schon irgendwie ganz cool. So. Ach stimmt, das Kraftstoffding da. Das war ganz cool, dass wir das mitgenommen haben. So ein bisschen passiv Kraftstoff generieren, das ist schon eigentlich echt ganz nett. Ob es Updates zu RimWorld gibt? Also theoretisch kommt ja bald das richtig krasse Update, das wir gehen aus der Beta raus Update. Aber ich habe keine Ahnung, wann das kommt, leider. Ich habe keine Ahnung, ob wir gucken können, wie lange Leute in der Kolonie schon sind. Aber ich glaube, Jesse war sogar, ist der Einzige, der von Anfang an da war. Glaube ich. Ich glaube, der war schon immer. Ich habe keine Ahnung, wie man das sehen könnte. Ich weiß gar nicht, wie alt ist überhaupt meine Geschichte. Oha. Also der Wert ist schon echt drastisch gestiegen. Ich glaube, das war der Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, den Plastahl oder so. Okay. Schaden genommen. Oh. Getötete Kolonisten 17. Okay. Das Hochzeit. Jesse mit Time. Bevölkerung. Warte, ich hatte einmal nur einen einzigen Kolonisten, genau. Schade, dass der mir das nicht anzeigt, welche Kolonisten das waren. Okay, und ich hatte 13 Kolonisten über eine Zeit.
Ja, gut. Also ich glaube, dass Jesse der eine Kolonist war, den der quasi die ganze Zeit überlebt hat. Aber ich bin mir nicht sicher. Am 16.07., okay. Das macht natürlich Sinn. Das wäre schon cool. Ich habe keine Ahnung, wie lange RimWorld draußen ist. Eigentlich schon sehr lange. Aber kann sein, dass es erst 2 Jahre auf Steam ist oder so. Obwohl, ist das nicht erst vor einem Jahr auf Steam gekommen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber das wäre cool, wenn das endlich mal kommt. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Was dann so anders ist und so. So, dann machen wir mal das. Ja, ist okay. So, und ich werde jetzt mal Abendessen gehen. Ja. Was haben wir geschafft? Wir haben uns 20 Mal töten lassen und 20 Mal neu geladen gefühlt. Wir haben immer noch keine guten Waffen. Aber naja, gut. Also, ich meine, dann muss ich halt neu laden, bis wir gute Waffen haben, würde ich sagen. Beziehungsweise, ich könnte mir mal Nanosuits bauen irgendwann. Ja. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!